Es gibt eine Intervention von Herrn Tillschneider. Sie haben das Wort. Ja, Herr Krull, Sie haben gesagt, Sie wollen verhindern, dass nationalsozialistisches Unrecht sich wiederholt. Geschichte aber wiederholt sich nicht. Und ich bin sehr dankbar, ich bin Oliver Kirchner sehr dankbar, dass er das in seiner Rede herausgestellt hat. Geschichte wiederholt sich nicht. Jede Zeit ist neu, steht unter neuen Bedingungen, unter neuen Voraussetzungen. Und wer gebannt ist vom Unrecht der Vergangenheit und auf dieses Unrecht starrt, der wird blind für das ganz neue Unrecht, das uns die neue Zeit vielleicht bringt. Sie können antworten. Herr Dr. Tillschneider, manchmal frage ich mich, ob unser Bildungssystem so gut in Deutschland ist, dass jemand wie Sie promovieren kann. Aber das müssen Ihre Doktor, Mütter und Väter entscheiden. Ich kann dazu nur sagen, natürlich ergibt es sich immer wieder neue Situationen. Wer aber aus der Vergangenheit nicht lernt und nicht erkennt, wann es wieder zu Untaten kommen kann, wenn man nicht dagegen einwirkt, der hat aus der Geschichte nichts gelernt. Die Verantwortung, die wir auch hier in diesem Parlament tragen, ist, deutlich zu machen, dass sich die Ereignisse von damals nicht wiederholen dürfen und wir alles tun müssen, dass sich überall, wo sich so etwas andeutet, wir dagegen stehen als Demokraten und deutlich zu machen, hier sind Grenzen, die nicht zu überschreiten sind. Und das ist eine Voraussetzung, der wir uns alle stellen müssen. Okay, danke.